Nachdem Sie nun einige Lernvideos angeschaut haben, möchte ich mit einem meiner Fotografieprogramme abschließend und zusammenfassend nochmals darstellen, welche Auswirkungen das Verändern der Kameraeinstellungen auf die Schärfe bzw. Unschärfe in einem Bild haben. Sie sehen da eine noch leere Zeichenfläche mit zwei Achsen. Die X-Achse trägt die Blendenzahlen von 1 bis 32, offene und geschlossene Blende in Drittelsblendenstufen. Und die Y-Achse, die zeigt die Distanz an von meiner Kamera, die auf dieser Achse, auf der X-Achse liegen wird, in den Raum hinaus. In Millimetern, also das sind 10 Meter, 9 Meter für meinen Hintergrund, da dieses Gebüsch, da diese Bäume. Nun kann ich bei diesen grauen Feldern meine Kameraeinstellungen eintippen und verändern nach Lust und Laune und kann dann diese Daten in den grünen Feldern, die mir das Programm automatisch berechnet, gewisse Dinge ablesen und diese Daten sind dann für uns sehr interessant. Und auf dieser Zeichenfläche werden wir sehen, was eben unsere Veränderungen bewirken für unser Bild, was Schärfe und Unschärfe anbelangt. Nun, ich kaufe zuerst einmal eine Kamera und ich wähle eine mit einem Four-Third-Sensor. 0,014 ist da der Zerstreuungskreisdurchmesser auf dem Sensor, der maximal zulässige für gerade noch scharf. Das sehen Sie im Video 2, was es da mit Z0 in sich hat. Und Sie sehen, da habe ich Kropffaktor 2. Ist also eine Four-Third-Kamera und kann nun mit dieser Kamera eine Brennweite einstellen. Ich nehme die Normalbrennweite, das ist in etwa 50 mm fürs Kleinbild. Da ich aber nicht nur der Sensor, Sie können ihn übrigens hier sehen, als Vergleich, so groß ist er oder so klein, ein Viertel des Kleinbildsensors und die Seiten sind eben im Verhältnis 1 zu 2 oder 2 zu 1 zum Kleinbild. Es wird nicht nur der Sensor kleiner, sondern eben auch die Strecken im Objektiv. Ich muss also hier 25 mm wählen für eine Normalbrennweite. Das ergibt mir einen horizontalen Bildwinkel von etwa 40 Grad und hier auf meiner Zeichenfläche bereits eine Kurve. Das sind sämtliche Punkte auf dieser Kurve, sämtliche Punkte der Distanzen dh, sind die hyperfokalen Distanzen in Abhängigkeit der Blende. Wir haben ja für dh die Formel gleich fc im Quadrat durch z0 durch k plus fc und wir können nun in Abhängigkeit von k eben die hyperfokale Distanz berechnen. Zum Beispiel bei Blende 9, da haben wir in etwas, können wir ablesen, eine hyperfokale Distanz von 5 Metern, 5000 mm. Ich wähle durch diese Blende gleich einmal 9 und Sie sehen, die hyperfokale Distanz ist also knapp 5 Meter und wir sehen hier unsere Kamera hingestellt da hinten auf diese Blendenzahl 9 und wir sehen da ungefähr diese 40 Grad, den Bildwinkel. Das nehmen wir also alles auf von der Landschaft da in diesem Spickel da. Und nun muss ich ja irgendwo hin fokussieren. Ich nehme da einmal 2 Meter, 2000 mm und wenn ich jetzt Enter drücke, dann hat mein Programm alle Daten, die es benötigt, um die Schärfentiefe zu berechnen. Das heißt, es wird einiges gehen nun auf dieser Zeichenfläche und das können Sie in Video 3 in Video 5 bis 7 nachschauen, was da nun alles berechnet wird. Ich drücke Enter und Sie sehen da einen Haufen neuer Zeichen und Pfeile und ich erkläre Ihnen das. Hier haben wir die Kamera, wir haben Blende 9 eingestellt und wir haben eine Fokusdistanz von G gleich 2000 mm und haben mit dieser Einstellung und dieser Kamera hier, also hier ein D nah und hier ein D fern. Also die Kamera
bildet hier unscharf ab. Hier erkennt unser Auge erstmals, dass nicht mehr, dass hier Unschärfe besteht. Also ab hier wird das Bild für unser Auge scharf, immer schärfer. Hier ist das Bild ganz scharf im Fokus und wird dann wieder unschärfer hinter dieser Schärfeebene, die in Natura 1440 mm misst, unschärfer bis hin zu diesem Punkt, wo wir dann wieder merken mit unseren Augen an dieser Grenze, dass das Bild unscharf wird. Was wird nun effektiv auf meinem Bild da scharf abgebildet? Wir betrachten diese Landschaft ja aus der Vogelperspektive. Nun, hier ist der erste Punkt, den wir scharf sehen, und zwar ist das eine Linie, eine hinterste Linie, oder vorderste, muss ich sagen, eine vorderste Linie zur Kamera hin, die gerade noch scharf ist, parallel zum Sensor. Dann kommt hier die Begrenzung durch den Bildwinkel. Hier herrscht zwar auch noch Schärfe, aber diesen Punkt da draußen haben wir ja gar nicht im Bild drin. Und das geht etwa bis hierhin. Ab hier würden wir unscharf haben, und zwar auf dieser Linie auch wieder parallel zum Sensor. Da ist also diese Linie bis hierhin und da wird wieder das Bild begrenzt durch unseren Aufnahmewinkel etwa bis hierhin und da geht es wieder dann gerade durch. Wir erhalten also eigentlich eben ein Schärfetrapez in unserer Landschaft und ich kann dieses Trapez dazu schalten. Da sehen Sie es. Also alles, was in diesem Trapez drin liegt, das wird scharf abgebildet. Dieses Dreieck da, sofern es noch auf dem unteren Bildrand ersichtlich ist, ist unscharf. Und alles, was da hinten ist, das ist auch unscharf. Nur das Trapez, da ist für unser Auge die Unschärfe nicht erkennbar. So, und ja, nun habe ich da noch ein Delta D, das kann ich noch erklären. Das ist also die Schärfentiefe von hier aus, von der Kamera aus gemessen, also die Schärfentiefe an diesem Punkt bei unserer Aufnahme ist etwa 1900 mm, das sehen Sie hier. Und nun kann ich natürlich diese Komponenten eben beliebig verändern und ich verändere zuerst einmal die Brennweite. Und ich schaue mir an, was geschieht eigentlich, wenn ich die Brennweite verändere. Ich mache das mal spaßeshalber, ich zoome ein, ich hole die Landschaft ganz nahe heran, 300 mm und achten Sie mal auf mein Objektiv meiner hübschen Kamera da. Da fährt das Objektiv sehr stark aus, der Bildwinkel wird sehr eng und unsere Schärfentiefe ist kaum noch zu erkennen. Wir haben also eine ganz kleine Schärfentiefe, das heißt, der Hintergrund wird sehr unscharf abgebildet und auch der Vordergrund und nur eine ganz kleine Breite da wird für unser Auge noch akzeptabel scharf abgebildet. Ja, da sehen wir fast nichts, wir müssen das wieder etwas größer machen und wir machen einmal eine Brennweite von 35 mm, das sind 70 mm im Kleinbild. Sie sehen aber auch da ein relativ kleiner horizontaler Bildwinkel von knapp 30 Grad, erzeugt also eine kurze Schärfentiefe. Wenn ich nun weitwinklig werde, zum Beispiel wenn ich nur 18 mm wähle und ich diesen Winkel da aufdehne und mehr von der Landschaft aufnehme, dann sehen Sie, dehnt sich diese Schärfentiefe sehr stark aus, fast bis in den Hintergrund zu meinen Bäumen. Sie sehen hier auch sehr schön, wie DV, also der Schärfebereich vor der Schärfeebene, zu DH, also den Bereich hinter der Schärfeebene, sich überhaupt nicht immer wie ein Drittel zu zwei Drittel verhält. Da ist das Verhältnis sehr anders. Wir wissen ja, dass DV zu DH gleich DNah zu DFern sich so verhält. Gut, Sie sehen da die weite Schärfentiefe und vorhin haben Sie gesehen beim Zoom, wenn wir mehr einzoomen, wie klein diese Schärfentiefe wird. Wir können also festhalten, je weitwinkliger das wir werden, je kleiner
diese Zahl fc ist, je größer also der horizontale Bildwinkel wird, desto schärfer wird unser Bild. Und wenn wir einzoomen, eine große Zahl wählen und einen kleinen Winkel da haben, dann wird uns die Umgebung um den Fokus viel unschärfer und wir können dann eben sehr gut freistellen. Wobei eben eine tiefe Schärfe, eine große Schärfentiefe auch nicht immer erwünscht ist. Manchmal möchte man eine große Schärfe und manchmal möchte man auch freistellen. Das ist also, kann man nicht werten, je größer oder je kleiner, desto besser. Das kommt auf das Motiv an, auf die Bildwirkung, die man sucht. Jetzt haben wir noch das K. Wir verändern einmal die Blende. Ich stelle hier aber wieder auf unsere Normalbrennweite und ich verändere einmal K. Nun, ich gehe mal zu K gleich 16. Ich schließe die Blende also, wobei bei einer Four-Third-Kamera ist diese Blende schon kritisch. Da wirkt dann die Beugung bereits störend. Da sehen Sie, dass wir auch eine recht tiefe Schärfentiefe, eine große, weite Schärfentiefe haben, fast bis zu diesem Baum da hinten. Und wenn wir eine kleine Blendenzahl wählen, also die Blende öffnen, zum Beispiel 2,8, da wird uns die Schärfentiefe wieder ganz klein. Und Sie sehen, dass wir also, je kleiner wir den Blendenwert wählen, je mehr, dass wir die Blende öffnen, desto mehr können wir etwas freistellen und eben den Hintergrund unscharf machen. Umgekehrt, je weiter wir die Blende schließen, die Zahl also hoch wählen, desto mehr Schärfe kommt uns ins Bild. Wir gehen zur Größe G. Ich gehe da nun wieder zu Blende 9 zurück, zu unserer Ausgangssituation da. G, das ist also diese Strecke, unsere Fokusstrecke da, Fokusdistanz. Ich ändere nun einmal diese Strecke. Ja, ich lasse die eingeschaltet und ich ändere sie nun einmal auf unendlich und schaue da mal, was passiert. Unendlich, wähle einfach eine sehr große Zahl. Und ich sehe, dass, also der Fokus ist nun im Unendlichen, dort haben wir ganz scharf. Und wo haben wir gerade noch scharf? Ja, hier, genau bei der hyperfokalen Distanz. Ja, darum heißt es ja auch hyperfokal, wenn wir in Hyperdistanz fokussieren, haben wir bis hierhin eben gerade noch scharf, ab DH. Nun, ich habe in einem Video auch gezeigt, wie es sich verhält, wenn wir eine neue Situation schaffen, und zwar so, dass wir den ersten Fokus bei uns nun also im Unendlichen neu setzen, und zwar an dieser Grenze bei DNA. Dann wird diese Stelle nicht mehr gerade noch scharf, sondern dann neu ganz scharf, und die vorherige Fokusstelle, die ganz scharf war, die wird dann nur noch gerade so scharf. Ich mache das einmal, ich stelle also hier 5000 ein. So, nun haben wir also auf die hyperfokale Distanz scharf gestellt und haben nun im Unendlichen D-Fern noch immer scharf. D-Fern ist im Unendlichen. Wir haben also im Unendlichen scharf und was wollen wir mehr? Wir müssen nicht weiter hinten fokussieren, denn scharf ist scharf für unser Auge. Ziemlich jedenfalls. Das heißt, wenn wir auf die hyperfokale Distanz fokussieren, dann haben wir maximale Schärfentiefe. Wenn ich also zum Beispiel auf 8000 fokussiere, auf 8000 mm, dann habe ich zwar da hinten ganz scharf, aber da hat es mir in dieser Distanz etwas an Schärfe weggenommen. Das heißt, ich fokussiere selten, eigentlich praktisch nie, auf eine größere Distanz wie die hyperfokale Distanz. Und nun könnten wir das weiterziehen. Wir könnten nochmals auf DNA fokussieren und eine dritte Situation machen, also hierhin. Ja, was ist denn das für ein Punkt, DNA? Das ist etwa 2500. Ja, das ist die halbe G-Distanz. Wir wissen ja,
dass wenn wir auf dh, auf die hyperfokale Distanz, fokussieren, dann wird die Landschaft von der halben g-Distanz bis ins Unendliche scharf. Ich stelle hier also einmal 2500 ein und dann sollte es mir hier bei der hyperfokalen Distanz neu nur noch gerade noch scharf werden. Und Sie sehen, das ist auch der Fall. Hier ist gerade noch scharf, hier haben wir neu die Schärfe bei 2 Drittel g, hier ist da also d nah. Und da sehen Sie aber auch gleich, was passiert, wenn wir g kleiner machen. Da wird eben auch die Schärfetiefe kleiner. Ich zeige das vielleicht noch mit zwei verschiedenen Größen dann. Was Sie übrigens auch sehen ist oder sehen werden im Video, diese D-Fernkurve wird die DH-Kurve immer in einem bestimmten Punkt schneiden da, nämlich immer bei der doppelten Fokusdistanz. Ja, das sehen Sie an diesem Beispiel nun deutlich, weshalb. Wenn wir in die halbe hyperfokale Distanz fokussieren, dann haben wir eben hier D fern, gerade noch scharf. Ja, jetzt fokussiere ich nochmals zum Beispiel auf, 3000 mm und Sie sehen, da wächst die Schärfentiefe stark an. Und wenn ich zum Beispiel nur 1000 mm nehme und hier Scharfstelle, dann wird die Schärfentiefe viel kleiner. Wir können also festhalten, wenn ich G groß wähle, dann wird auch meine Schärfentiefe größer. Immer größer bis hin zu dieser Distanz, der hyperfokalen Distanz. Wenn ich noch weiter G wähle, dann reißt es mir hinten wieder an Schärfentiefe weg und es wird nicht mehr schärfer, denn es ist ab hier ja scharf bis ins Unendliche. Wenn ich aber ganz kleine g wähle, also ganz nahe an einen Gegenstand herantrete, dann kann ich eine ganz kleine Schärfentiefe erreichen und somit Hintergründe wunderbar freistellen. So, ich gehe nun nochmals auf 2500 und ich möchte Ihnen hier auf 2000, besser für dieses Beispiel. Und ich möchte Ihnen eine Formel noch näher bringen, die ich bis anhin noch nicht erwähnt habe. Wenn ich auf den Ententeil der hyperfokalen Distanz scharf stelle, dann erhalte ich eine ganz bestimmte Schärfentiefe, also ein ganz bestimmtes D-Delta, nämlich eines der Größe zweimal die hyperfokale Distanz durch n² minus 1, wobei n natürlich größer sein muss als 1. Ich mache das nun an diesem Beispiel. 2000 ist also der 2,5. Teil von der hyperfokalen Distanz, also dh durch 2,5 gibt ja 2. Und nun rechne ich d Delta aus, ist eine Annäherungsformel. Mal schauen, wie gut die stimmt. Es gilt also 5000 mal 2, die doppelte hyperfokale Distanz, durch n Quadrat, das ist 2,5 im Quadrat, minus 1, also durch 5,25, gibt etwa 1900 mm. Ja, das stimmt nicht schlecht hier. Wir haben etwa 1900 mm für d Delta. Das wollte ich auch noch erwähnt haben. Nun gehen wir zu einem anderen Thema. Und zwar möchte ich nun versuchen, verschiedene Kameras zu testen. Und zwar bei gleichbleibender Blende. Was ich aber auch haben möchte, ist einen gleich großen horizontalen Bildwinkel. Also ich möchte den gleichen Bildausschnitt haben mit diesen Kameras. Die Blende lasse ich gleich. Nur den Sensor verändere ich und natürlich die Brennweite, damit mir Alpha gleich groß wird. Ich beginne einmal mit einer Vollformatkamera, die hat einen Zerstreuungskreisdurchmesser von 0,028. Sie sehen hier Kleinbildkamera, so groß ist da dieser Sensor. Und
Jetzt möchte ich eine Brennweite von 40 mm wählen und K wähle ich vielleicht nicht 9, ich wähle 7,1. So. Und ein G, ja, das belasse ich nun bei 2000. Also, wir halten fest, wir haben eine Vollformatkamera, 40 mm Brennweite, 7,1 Blende und eine Fokusdistanz von 2 Metern. Alpha ist etwa 50 Grad und D-Delta ist etwa 1000 mm. Ich gehe nun zu einer anderen Kamera. Ich wähle nun den Zerstreuungskreisdurchmesser von 0,019 mm. Sie sehen, was das gibt. Einen APS-C-Sensor mit Cropfaktor 1,5. Da wird mir also auch die FC, muss ich da wieder ändern, zu 27 mm, denn das ganze System wird ja um den Cropfaktor kleiner, auch die Brennweite somit. Und ich erhalte da wieder in etwa 50 Grad des horizontalen Bildwinkels. Allerdings sehe ich hier bei gleicher Blende, dass meine Schärfentiefe angewachsen ist von 1000 auf 1700 mm. Ich gehe nun zu einer noch anderen Kamera, zu meiner 0,014 Olympus OMD EM1, Cropfaktor 2, Four Third Kamera. Und ich möchte auch wieder 50 Grad Bildwinkel haben. Ich gehe also hier auf 20 mm, die Hälfte eben von 40 des Kleinbildes. Der Sensor wird kleiner, alles bleibt, der horizontale Winkel auch in etwa 50 Grad, aber die Schärfentiefe wuchs da wieder stark an, von etwa 1700 jetzt auf 2600 mm. Wenn ich noch weiter nach unten gehe, ich nehme mal eine 1 Zoll Kamera, die hat etwa 0,0104 für den Zerstreuungskreisradius. 1 Zoll Sensor, ziemlich klein eigentlich im Vergleich zu Kleinbild. Ich gehe da auf Brennweite 14 mm, also 40 durch 2,7, damit ich hier wieder etwa 50 Grad diesen Bildwinkel erhalte. Und Sie sehen, da steigt nun die Schärfentiefe sehr stark an. Und zwar, je kleiner, dass ich diesen Sensor wähle, desto mehr kommt eben der Sensor dann bei einer Blende in diese steil werdende Kurve hinein. Da ändert sich dann ganz viel plötzlich. Sie sehen, dass nun die Schärfentiefe ist bei 7 Meter. Und jetzt schauen wir mal, wie das wäre bei einer zum Beispiel Fujifilm X30. Die hat einen 2/3-Zoll-Sensor, Zerstreuungskreis 0,007. Und Sie sehen, das ist ein 2/3-Zoll-Sensor. Und wir müssen hier noch korrigieren, sonst stimmt da der Bildwinkel nicht. Da brauche ich nur noch eine Brennweite von 10 mm. Und Sie sehen, da steigt nun die Schärfe im ganzen Bild sehr stark. Mit einem so kleinen Sensor wird dann die Schärfentiefe über 270 Meter weit nach hinten sich ziehen. Da wird also alles scharf. Das kann ja sehr von Vorteil sein. Bei Makroaufnahmen haben wir mehr Schärfe oder in der Landschaft müssen wir nicht Angst haben. Wir hätten dann gewisse Unschärfen und dies natürlich bei einer für diese Kamera ziemlich hohe Blendenzahl natürlich. Wir können das Ganze auch anders angehen. Genau umgekehrt. Ich möchte nun, ich gebe da mal etwas ein. Ich gehe da wieder zu meiner Kamera 0,014, also Four Third Kamera. Ich mache eine Normalbrennweite und wähle einmal eine Blende 11,3 und Fokusdistanz belasse ich mal bei 2000. Und Sie sehen da dieses Schärfetrapez. Und ich möchte nun dieses Schärfetrapez, das geht etwa bis 4000 mm da in die Ferne, hat etwa eine Schärfentiefe von gut 2600 mm, einen horizontalen Bildwinkel von 40 Grad und einen Maßstab von etwa 1:80. Und ich möchte nun mit einer anderen Kamera dieselbe Bildwirkung erhalten wie mit diesem Four-Third-Sensor.
Ich möchte zum Beispiel mit einer Vollformatkamera dieselbe Bildwirkung, also ein äquivalentes Bild, erzeugen. Ich erkläre das in Video 15. Das bedeutet mit anderen Worten, ich möchte dasselbe Trapez erhalten mit Einstellungen hier mit einer Vollformatkamera. Da gebe ich mal den Zerstreuungskreisdurchmesser ein für die Vollformatkamera. Dann 25 mm im Four Third sind jetzt im Kleinbild 50 mm. Das Trapez stimmt noch nicht, wie Sie sehen. Ich muss nämlich auch die Blende mit dem Crop-Faktor multiplizieren oder dividieren, je nachdem jetzt multiplizieren, weil wir einen größeren Sensor haben, brauchen wir auch eine größere Brennweite und Blende für dieselbe Bildwirkung. Ich mache also 22,6. Und nun sehen Sie, dass wir in etwa das gleiche Trapez haben, auch wieder gut 2600 mm Schärfentiefe. Wir haben 40 Grad horizontalen Bildwinkel und wir haben eine gleiche Schärfeverteilung im Bild. Was nicht mehr gleich ist natürlich, ist der Abbildungsmaßstab. Denn was vorhin auf dem Bild war, auf diesem kleinen Bild, das nur ein Viertel des Kleinbildformates ist, das ist jetzt bei gleichem Winkel, also dasselbe von der Landschaft auf dem Bild, haben wir nun auf einer viel größeren Fläche abgebildet. Das ist wie wenn Sie ein Land auf einer kleinen Karte abbilden möchten und dasselbe Land auf einer größeren Karte Platz finden lassen, dann ändert sich eben auch der Maßstab. Aber hier das G, das ist auch immer noch etwa 144 cm in G, also wir haben tatsächlich ein gleiches Bild. Als nächstes möchte ich Ihnen etwas zeigen, das ich im Video Nummer 8 behandelt habe. Ich gehe da wieder zu meiner Kamera zurück, nehme da 34,3 als Brennweite. Ich nehme 2 als Blende und 3000 als Fokusdistanz. Nun stört mich da diese Darstellung etwas, das klicke ich mal noch weg nun. Und jetzt Folgendes. Ich habe hier also einen Gegenstand, zum Beispiel etwas Kleines, das etwa 1570 mm breit ist und ich möchte das voll auf meinem Sensor, also sensorfüllend auf meinem Bild haben. Und ich habe Alpha von etwa 30 Grad, der horizontale Bildwinkel. M ist 86,5 und D Delta ist etwa 430 mm. Und nun möchte ich näher an dieses Objekt treten, zum Beispiel auf halbe Distanz, aber ich möchte weiterhin das ganze Gebilde auf dem Bild haben, auch wieder bildfüllend. Also diese 1570 in etwa, die müssen eben immer noch Platz finden auf meinem Sensor. Ich gehe also hier auf 1500 mm in die Nähe und Sie sehen natürlich, jetzt ist nicht mehr so viel da drauf. Ich muss nämlich nun meinen Winkel ändern. Hier 17,15. Ich muss also weitwinkliger werden, damit mir wieder etwa 1570 mm auf dem Bild Platz finden. Der Bildwinkel ändert sich natürlich, aber der Maßstab, der bleibt eben gleich, 1:86,5. Wenn ich also näher hintrete an ein Sujet oder auch weiter weg, lasse aber den Maßstab gleich, das heißt, das Gebilde zeigt sich in gleicher Größe noch auf meinem Bild, so muss ich meine Blende nicht ändern, um die gleiche Schärfentiefe beizubehalten. Denn wir haben nach wie vor etwa 430 mm in der Schärfentiefe. Also Sie können hintreten, wegtreten und können da einem Gegenstand mit der Kamera nähern und Distanz machen und Sie haben
bei gleichem Abbildungsmaßstab die gleiche Schärfentiefe bei konstanter Blende. So, wir müssen das die Blende also dann nicht mehr neu berechnen. Jetzt zeige ich Ihnen noch etwas, ich sage das eigentlich in fast jedem Lernvideo, und zwar, wenn ich eine Blende berechnet habe, die ich einstellen muss, um eine gewisse Schärfe zu erreichen im Raum, dann blende ich immer noch etwas weiter ab, nämlich um sicher zu sein, dass tatsächlich alles scharf wird, was ich scharf haben möchte. Man muss nur ein wenig falsch fokussieren und es kann fatal werden. Wir haben ein Bild, das unscharf ist an einer Stelle, wo wir es eigentlich scharf gehabt haben wollten. Ich nehme nun meine Kamera, ich nehme da 17,5 als Brennweite, das belasse ich mal, ich gehe da aber wieder auf 2000 mm Fokusdistanz. Wenn ich nun abblende, also meine Formel hätte nun 2 für die Blendenzahl ergeben und ich blende nun 2 Drittels Blendenstufen ab, ich rechne also mal 2 hoch 1 Drittel, dann passiert leider, weil diese grüne Linie ja ziemlich flach ist, da gar nicht viel, was die Ausdehnung meiner Schärfentiefe anbelangt. Ich mache das mal, ich stelle mal hier 2,5 ein und Sie sehen, die Schärfentiefe wird nicht frappant größer. Darum, wenn die Formel eine tiefe Blendenzahl, eine offene Blende auswirft, dann blende ich meistens um eine ganze Blendenstufe, manchmal sogar noch etwas mehr, weiter ab, als mir die Formel empfiehlt, einfach zur Sicherheit, dass ich wirklich überall scharf habe, wo ich scharf haben möchte. Anders ist das aber, wenn ich zum Beispiel eine Blendenzahl 5,7 aus der Formel entnehme und denke nun, ich blende sicherheitshalber eine ganze Blende ab, also Blende 8 wähle ich dann, dann habe ich etwas übertrieben mit der Sicherheit. Das bräuchte es also nicht. Von 5,7 würde bestimmt reichen, wenn ich 7,1 nehmen würde für die Blende. Es ist dann noch eine große Veränderung, vor allem hinten der Schärfentiefe. Habe ich da auch eine gute Sicherheit. Ich könnte hier dann auch noch 1900 wählen. Dann rutscht mir diese Stelle da DNA noch etwas mehr zur Kamera hin. Und so würde ich dann eine Stelle fotografieren. Also ich halte fest, wenn meine Formel eine kleine Blendenzahl, eine offene Blende auswirft, dann gehe ich meistens noch eine ganze Blende, manchmal sogar mehr, hoch, um sicher scharf zu haben. Wenn ich aber eine größere Blende habe, also das wäre natürlich hier bei Vollformat dann etwa eine Blende von 14,3 hier, dann gehe ich nicht eine ganze Blendenstufe zu. Ich schließe die Blende vielleicht nur noch um 2/3 Blendenstufen. Je nachdem, wo ich mich befinde auf dieser Kurve da. Ja, also das zu meinen Sicherheitsblenden, Sicherheitsfaktor für die Blende. Und nun habe ich Ihnen etwas ja noch nicht gezeigt. Das ist dieses Feld da unten, D. Pfeil D-Strich. Ich erkläre Ihnen das gerade. Ich kann da den Sensor wieder einstellen. Ich behalte da meinen Sensor, nehme da 17,5. Da nehme ich eine Blende von 5 und da mache ich wieder 2000. So, das sei meine Situation. Und was ich nun hier berechnen kann, sind Punktepaare, die gleiche Unschärfe aufweisen. Ich mache das einmal an einem Punkt, den wir sehr gut kennen. Ich tue da dieses G mal weg, das ist etwas viel in der Grafik. Ich gebe einmal die Nahgrenze ein, also zum Beispiel 1370 und dann sehe ich, ich habe hier einen Punkt und hier einen Punkt. Natürlich sind die gleich unscharf, ist ja logisch, das haben wir berechnet mit diesem Zerstreuungskreisdurchmesser, da haben wir nämlich an beiden Stellen gerade noch scharf. Und wir wissen, dass G, diese Strecke, wo bist du? Hier, diese Strecke ist das harmonische Mittel von D nah und D fern.
Also das bedeutet d nah mal d fern mal 2 durch d nah plus d fern. Oder das Produkt dieser beiden Strecken durch ihren Durchschnitt. So, ich nehme das g wieder heraus hier und ich suche nun andere Paare. Zum Beispiel wähle ich da 1200 und Sie sehen, ich gehe nur ein klein wenig von der Nahgrenze weg, aber der hintere Punkt, der flüchtet sich da sehr stark weg von der hinteren Grenze. Das verhält sich also nicht linear, sondern wenn da wenig geht, dann geht da viel. Nun, G, das ist etwas Schönes, ist noch immer das harmonische Mittel von diesem Punkt und diesem Punkt. Das bleibt so erhalten. Ich kann Ihnen das dann zeigen. Zuerst möchte ich noch dieses A erklären. Da hinten müssten zwei Dinge mindestens 7 mm auseinanderstehen, um auf unserem Bild noch als getrennte Dinge wahrgenommen werden zu können. Und bei diesem Punkt sind es 1,4 mm. Ich erkläre dies alles in den Videos 10 und 11 und 12. Nun, das harmonische Mittel, dass das immer stimmen soll, dass also G, diese Strecke, immer das harmonische Mittel ist von jedem Schärfe-Punkte-Paar, das möchte ich Ihnen noch zeigen. Ich möchte zum Beispiel in 9000 mm die gleiche Unschärfe haben wie bei 1000 mm. Ja, was müsste ich da also einstellen für G? Das harmonische Mittel wäre dann also 9000 mal 1000 mal 2 durch die Summe der beiden, also durch 10.000. Das sind also für G 1800 mm. Und nun, oh, das habe ich nicht G, da muss ich es einsetzen, 1800 mm. Und ich kann hier also 9000 einsetzen. Und Sie sehen, der zweite Punkt, ich nehme das G nun hier weg, ist genau bei 1000 mm. Ich habe also ein G gefunden, bei dem bei einem Meter dieselbe Unschärfe herrscht wie in 9 Metern. Nun, wie steht es denn? Ich nehme nun hier wieder 2000. Wenn ich zum Beispiel D wähle 2000, also G selber, ja, dann sind wir im Fokus, die beiden Punkte fallen aufeinander. Z, der Zerstreuungskreisdurchmesser, wird 0 mm. Es herrscht also 0%ige Unschärfe im Vergleich zum Unendlichen. Wir sind ja im Fokus. Und was geschieht nun, wenn ich hier unendlich einstelle? So, dann habe ich hier 1000. Da ist also bei 1000 mm ist mir der zweite Punkt. Das bedeutet also bei G halbe, bei dieser Distanz halbe, da ist ein Punkt genau gleich unscharf wie im Unendlichen. Sie sehen das hier. Der Zerstreuungskreisdurchmesser ist 0,031 mm dick und das ist einmal so unscharf wie im Unendlichen. Das ist egal, mit welcher Kamera und mit welchen Einstellungen Sie da arbeiten. In der halben Fokusdistanz haben wir immer dieselbe Unschärfe wie im Unendlichen. Ja, und was haben wir noch für spezielle solche Punkte? Ich nehme mal für G eben die hyperfokale Distanz. Das sind also etwa 4400 mm und stelle für D ein 2200. So, das ist also mein gerade noch Scharfpunkt. Und wo habe ich auch noch gerade so scharf? Im Unendlichen. Der Durchmesser des Zerstreuungskreises misst 0,014 mm. Das haben wir ja hier so festgelegt. Und im Unendlichen herrscht die genau gleiche Unschärfe wie hier. Dies nochmals zu der hyperfokalen Distanz. Was geschieht nun, wenn ich eine ganz kleine Distanz hier nehme, zum Beispiel 400 mm? Ich nehme also den Punkt ganz nahe an meine Linse.
Ja, dann wird mir dieser Punkt sehr unscharf. Der Zerstreuungskreisdurchmesser, der misst 0,14 mm. Auf dem Sensor ist dieses Bokeh-Scheibchen also ein Siebtel Millimeter. Und das bedeutet, diese Stelle ist also zehnmal so unscharf oder zehnmal unschärfer wie im Unendlichen. Im Unendlichen herrscht also eine zehnfache Schärfe von hier, wenn man das so mathematisch sagen kann. Ich möchte Ihnen noch zu guter Zweitletzt etwas zeigen, und zwar bezüglich dem Focus Stacking. Wir haben hier eine Situation, wir haben hier ein G, 2 Meter, und haben berechnet für DN und D fern eine Blende von 4 bei einer Brennweite von 15 mm. Nun habe ich hier im Fokus ganz scharf, ich habe hier bei D fern gerade noch scharf, sowie auch in DN gerade noch scharf. Ich möchte nun aber nicht hier ganz scharf haben und hier knapp scharf, sondern ich möchte hier ganz scharf haben bei D fern und bei D nah. Und der Fokus, da wo jetzt der Fokus ist, da möchte ich gerne knapp scharf haben, gerade noch scharf. Z gleich Z0. Ich muss an den Kameraeinstellungen überhaupt nichts ändern. Wir untersuchen dann diesen Punkt DD' in 2000, in 2 Metern, gerade hier. Jetzt stelle ich einfach mein G auf den Nahbereich. Das ist also 1, 3, 3, 9. Ich fokussiere mit gleicher Kameraeinstellung einfach hier hin. Dann wird es mir dann natürlich hier ganz scharf. Und Sie werden sehen, beim jetzigen Fokus dann eben gerade noch scharf. Enter und voilà. Hier ist es gerade noch scharf und hier, wo vorhin D nah gewesen ist, da ist es jetzt ganz scharf. Dieses Bild kann ich dann kombinieren. Ich stelle hier, Sie sehen übrigens, bei 2000 ist der Zerstreuungskreis nun beim vorherigen Fokus 0,014 mm dick, also gerade noch scharf. Ich stelle wieder auf 2000. Und ich stelle nun auf D fern scharf, also auf den hinteren Punkt für mein zweites Bild. Das heißt also 3953. So, und drücke, wenn ich Enter drücke, wird mir der Fokus zu D fern schnellen. Dann wird mein jetziges D fern ganz scharf und der jetzige Fokus wird dann gerade noch scharf. Achtung und Enter. Bei meinem Pfeil habe ich gerade noch scharf und beim vorherigen D fern habe ich nun ganz scharf. Diese beiden Bilder, die kann ich dann zusammenhängen und ich habe also dann hier ganz scharf und hier ganz scharf und im Fokus dann eben gerade noch scharf. Und getrennt wird das Bild im harmonischen Mittel von DN und D fern. Ich möchte Ihnen abschließend noch etwas zeigen, nämlich ich nehme da 0,014, hier nehme ich 30 mm, da nehme ich 7,1 und die Fokusdistanz nehme ich 3000. Und Sie sehen, wir haben hier D Delta ist da ungefähr DN. Das heißt, diese Strecke ist etwa gleich lang wie diese Strecke. Wir können das auch anders sagen. D fern ist etwa doppelt so lang wie DN. Also diese Strecke ist etwa halb so lang wie diese. Und da ergibt sich nun ein DV zu DH, diese Strecke durch diese Strecke, einen Quotienten von etwa 0,5. Da haben wir also dieses ein Drittel zu zwei Drittel. Ja, und das ist nur, wenn diese Strecke gleich diese Strecke ist, d nah mal 2 gleich d fern oder d Delta ist gleich d nah, dann herrscht dieser Zusammenhang. Wenn ich zum Beispiel 13,4 wähle als Blende, dann verhält sich das überhaupt nicht mehr so. Dann haben wir nach hinten eine viel, viel längere Schärfentiefe als da vorne, nicht nur doppelt so lang. Ein weiteres noch. Etwas Letztes, wenn ich hier die Zahl 5 eingebe, Sie sehen das übrigens in den Videos 6 und 9, dann ergibt mir das ein weiteres schönes Verhältnis. Und zwar ist das ein Phi,
Das bedeutet, dieser Teil und dieser Teil, die stehen zueinander im goldenen Schnitt. Auch dieser Teil zum ganzen Teil und auch dieser Teil zu dem ganzen Teil und dieser Teil zu diesem Teil, das sind goldene Schnitte. Und so können wir sagen, dass sich da der goldene Schnitt mit dem harmonischen Mittel, dass sich diese beiden schönen Verhältnisse sich verbinden. Und das sieht man zwar überhaupt nicht, auf einer Fotografie merkt man ja diese Verhältnisse nicht. Was ich einfach sagen möchte mit dem Ganzen ist, ja, wenn wir etwas Einfaches machen im Leben, wie zum Beispiel fotografieren, dann wissen wir vielleicht manchmal gar nicht, in welch Schönheiten wir gerade eingebettet sind. Durch die Natur, durch gewisse Verhältnisse, durch Brechgesetze einer Linse, was auch immer. Und das schenkt uns oft Überraschungen. Wie hier, wenn wir also D-Delta in etwa gleich groß ist wie wie G halbe, so muss das Verhältnis sein, haben wir hier den goldenen Schnitt zueinander. Ich hoffe, dass diese ganze Grafiken und diese Darbietung da von mir Ihnen noch etwas hilft, dass Sie die ganze Schärfentiefe und die Einstellungen der Kameras und die Zusammenhänge noch etwas augenscheinlicher bekommen haben und noch mehr begreifen, wie sich das Ganze verhält beim Fotografieren. Und nochmals sei gesagt, ein kleiner Sensor muss nicht schlechter sein. Er dient einfach anderen Zwecken als ein großer Sensor. Übrigens, wer sich interessiert für dieses Programm, vielleicht auch zu Unterrichtszwecken, der darf sich ungeniert bei mir melden. Ich hoffe, dass Sie einen vollen Kopf haben nun mit vielen mathematischen Formeln und mit wertvollen Informationen und dass Sie die Lust haben, selber in der Praxis beim Fotografieren diese Formeln auszuprobieren. In meiner Schlussrede möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es nicht so ist natürlich für mich, dass Fotografie das Hobby nur aus Mathematik, Kameraeinstellungen und Schärfe generieren bestünde, sondern für mich ist Fotografie insbesondere ein Hobby, das mich hinauszieht in die Natur, in die Stille, mich das Staunen lehrt und ein Hobby, bei dem ich auch etwas Ruhe finden kann. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Videos gemacht habe über dieses nicht ganz unkomplizierte Thema Schärfe. Erstens finde ich das Thema nicht unwichtig. Es ist natürlich nicht das Einzige. Ich habe auch sehr gerne Bildbearbeitung und Gestaltung oder solche Szenen da einfangen. Aber die Schärfe ist ebenfalls wichtig. Und ich ärgere mich, wenn ein Bild nicht scharf ist, wo es eigentlich scharf sein sollte. Jemand, der mit dem Hobby Fotografie begonnen hatte, der sagte mir einst, er wisse nun nach all den Informationen im Internet nicht mehr, ob er ein Sujet mit Blende 4 oder mit Blende 11 fotografieren solle. Und ich könnte mir vorstellen, dass meine Videos eben Einsteigern etwas helfen könnten, um etwas Ruhe auch zu finden in dieser Thematik. Das war die Absicht meiner Lernvideos. Versuchen Sie herauszufinden, welchen Sensor, welchen Cropfaktor Ihre Kamera hat. Denn das ist das Erste, was Sie tun müssen, damit diese Formeln einen Sinn machen. Und probieren Sie diese Mathematik aus. Und wenn Sie sich überzeugen, mich haben Sie noch nie enttäuscht, dann werden Sie gezielter fotografieren und das schlägt sich tatsächlich in einer wesentlich besseren Bildqualität nieder. Auch eine Empfehlung ist, machen Sie Notizen
und Ihre Erfahrungen können Sie so festhalten. Lesen Sie Bücher, Bücher zu einem Thema, das Sie fasziniert. Das muss nicht mathematischer Natur sein, das kann auch künstlerischer Natur sein, über Bildgestaltung, Bildbearbeitung und so weiter. Das empfehle ich Ihnen sehr, denn die Vertiefung der Materie, die steigert eben die Freude an einem Hobby, egal welches Hobby das ist. Man entdeckt immer wieder Neues in der Fotografie. Etwas möchte ich Ihnen gerne noch zeigen. Und zwar, ich habe ein Objektiv entdeckt. Viele kennen das vielleicht schon, für mich ist es eine Neuentdeckung, bei welchem man die Blende auf zwei verschiedene Arten einstellen kann. Das ist ein Feuchtländer-Objektiv und geht bis zur Blende 0,95. Und was das Schöne ist, Sie hören das vielleicht, es rastet. Das heißt, ich kann da in halben Blendenstufen, kann ich die Blende verstellen. Aber jetzt kommt's. Ich kann diesen Ring da hineindrücken, um 180 Grad drehen und dann rastet es nicht mehr. Das heißt, ich kann die Blende absolut stufenlos verstellen. Und das war ein Erlebnis zu sehen, wenn ich die Blende absolut stufenlos verstelle, wie sich die Schärfentiefe ganz langsam veränderte in der Landschaft. Und ich begriff einmal mehr, wie schön das Spielen ist mit der Schärfentiefe. Mir bleibt Ihnen alles Gute zu wünschen, viel Freude und Erfolg an diesem wunderbaren Hobby. Und dass Sie nicht verzweifeln, wenn ein Bild doch einmal unscharf werden sollte, dann überprüfen Sie doch einfach die Formel. Alles Gute und auf Wiedersehen. Thank you.